dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Get in the flow. Oh ja, Frips ist hier. Und zwar heute mit einem neuen Video. Ich zeige euch heute in diesem Video was richtig krasses, wie ihr bereits vom Thumbnail oder vom letzten Video gesehen habt, Leute. Aber ich muss euch sagen, Leute, bevor wir zum Video kommen, sind ein paar sehr wichtige Informationen am Start, was Gewinnspiele etc. alles angeht. Und zwar, Leute, ist mir auch sehr wichtig, dass ihr das ganze Video euch bis zum Ende anschaut, denn am Ende werden so eine ganz kleine Information kommen, die ist richtig informativ und die könnt ihr euch auf jeden Fall sehr freuen. Also, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. So, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf das Gewinnspiel eingehen, Leute, und zwar finde ich das echt krass, dass so viel gutes Feedback von euch kam. Außerdem, jeder, der nicht weiß jetzt, was gerade abgeht, jeder, der beim Gewinnspiel mitmachen möchte, soll auf jeden Fall ein Like da lassen, auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen und auf jeden Fall Hashtag aktiv oder Hashtag Ehre oder sonstiges in die Kommentare posten, vielleicht mit einer kleinen Begründung oder so, aber guckt euch einfach mein Gewinnspielvideo an, was ich zuvor hochgeladen habe, dort seht ihr einfach alle Informationen. Das Ding ist jetzt, Leute, geht doch mal bitte hin und teilt dieses Video einfach mit euren Freunden, weil das, was ich euch hier drin zeigen werde, ist auf jeden Fall abnormal. Ich würde das auf jeden Fall riesig feiern und ihr könnt mir auch auf Snapchat irgendwie so Bilder schicken, wo ihr ja meine Videos geliked habt oder sonstiges. Ich antworte dort eigentlich jedem zurück, also wie gesagt, solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Und Leute, ich, Teddy und Keks sind auf jeden Fall gerade daran, ein richtig geiles Community-Projekt zu starten. Und zwar kann dann jeder von euch mit uns reden, chillen, schreiben und so weiter. Aber dazu werden noch bald nähere Informationen kommen. Das Ding ist, Leute, ich muss noch was sagen. Und zwar, ein Kollege von mir, und zwar der Keks, der macht auch YouTube, Leute, der lädt heute Abend zwischen 20 und 21 Uhr einen Money-Glitch hoch. Das heißt, jeder, der gerade knapp bei Kasse ist, sollte seinen Kanal auf jeden Fall abchecken. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sollte ihn auf jeden Fall auch abonnieren, die Klingel aktivieren. Und Leute, ihr könnt ja auch mal bei ihm Hashtag aktiv, Hashtag RapsArmy reinschreiben. Dann sehe ich da auch, wer auf dem Kanal von Keks aktiv ist. Weil dann sehe ich, wow, die sind so überall aktiv. Also ich habe dann so ein kleines Auge auf euch und weiß auf jeden Fall dann Bescheid, wer da so aktiv ist. Und Leute, vergesst nicht, Zeddy auch abzuchecken. Der hat auch richtig krasses Video für heute Abend am Start. Also Leute, geht hin, abonniert die beiden, checkt die Videos auf jeden Fall alle aus. So, Leute, aber schon lange rumgeredet. Wie gesagt, nochmal, am Ende kommen noch ganz kleine Informationen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber, Leute, ich würde mal sagen, wir kommen zum eigentlichen Video. Und zwar, wie ihr bereits von den Rocksteady-Aufnahmen oder sonstiges gesehen habt, Leute, gibt es hier einen richtig krassen Scheiß für euch. Und zwar im Hintergrund, Leute, seht ihr einen übermächtigen Job. Leute, er ist abnormal. Deswegen musste ich jetzt ein Video darüber machen. Weil dieser Job ist nicht mehr normal, ohne Scheiß. Der ist so geil, der hat mir so Spaß gemacht. Ich habe den die letzten 5 Stunden, bevor ich hier dieses Video rausgastelt habe für euch, habe ich den gespielt, weil der einfach mega ist. Und zwar, wie jeder von euch sicherlich kennt ihr Sniper vs. Stunters, Leute. Und da ist es normalerweise so, dass man ja mit der Rampe versucht, auf eine Plattform zu kommen und die Sniper-Leute umzubringen. Und die Sniper-Leute müssen die Fahrzeugführer umbringen und man spielt halt ein Last Team Standing. Ich denke mal, jeder sollte das auf jeden Fall von euch kennen. Das Geile ist jetzt, Leute, und zwar habe ich hier einen Mega-Job. Hier drin laufen einfach Bigfoots rum, die euch attackieren und sämtliche Affen, die euch auch attackieren und versuchen umzubringen. Das Geile daran ist jetzt, man ist ganz normal Sniperer, ne? Man versucht einfach die Leute, die gerade im Auto sitzen, umzubringen. Jeder sollte ja das wissen, wie das Ganze funktioniert. Das Coole ist jetzt aber, Leute, wir spielen diese ganze Mission mit Next-Gen-Fahrzeugen, mit dem Dune, mit dem Tampa, dann mit ein paar geheimen Autos, die noch nicht geleakt wurden, mit dem Oppressor. Also dieser Scheiß ist richtig geil, Leute. Ohne Scheiß. Markiert euch diesen Job. Ab und an spiele ich den Job, wenn ich da mal Schnellstart mache, kann es ja auch sein, dass ihr auf jeden Fall eine FA von mir bekommt oder eine Einladung. Also Leute, zockt einfach den Job, bitte. Zockt einfach mal einmal den Job, schreibt mir eure Meinung runter, weil dieser Job ist übermächtig. Und zwar muss man nämlich sich hier ein Auto aussuchen und muss versuchen, mit dem Auto auf die Plattform zu kommen, um die Sniper-Schützen umzubringen. Denn die möchten uns ja auch umbringen und dieses Team, was halt als letztes überlebt, das hat halt auf jeden Fall gewonnen. Und Leute, ohne Scheiß, ich wiederhole mich circa 20.000 Mal, aber dieser Job ist übermächtig und der ist auf jeden Fall richtig nice. So, Leute, das war es halt eigentlich so viel eigentlich zum Video, beziehungsweise zum informativen Teil, was das Video hier angeht. Und zwar, markiert euch den Job. Leider gibt es den gerade im Moment nicht für Xbox One und den PC. Aber Leute, falls ihr Xbox One oder PC-Spieler seid und auch so einen Job habt oder ihr einen kennt, markiert mir den. Ich werde den auf jeden Fall unten verlinken. So, jetzt kommen wir nochmal zur ganz kleinen Information. Und zwar, Leute, ab dem nächsten Video habe ich mir was richtig Tolles ausgedacht. Und zwar, jeder,
jeder, der aktiv ist und jeder, der als erstes unter mein Video kommentiert mit seinem PSN-Namen, die werde ich adden. Und zwar werde ich mir zwei Leute aussuchen, die zwei ersten Leute, die ihre PSN-Namen unten in meine Kommentare reinposten. Diese zwei werde ich auf meinem privaten Account in meine Freundesliste tun. Das heißt, ihr könnt dann immer wieder mit mir zocken und das werde ich auf jeden Fall 3 Wochen lang machen. Und zwar so lange, wie das Unlock-All-Gewinnspiel geht. Und ich denke mal, in der Zeit werde ich locker 100 Videos raushauen. Das heißt, ich werde so circa 200 Freunde annehmen. Also Leute, wie gesagt, auf jeden Fall müsst ihr abonnieren, die Klingel aktivieren, weil sonst bekommt ihr natürlich keine Benachrichtigung, dass ich ein Video hochgeladen habe. Deswegen könnt ihr dann auch nicht Erster sein. Aber wie gesagt, wenn ihr dann Erster seid, schreibt ihr sofort euren PSN-Namen rein. Zum Beispiel Erster, Doppelpunkt, PSN-Namen. Dann werde ich hingehen, werde euch adden und wir können auf jeden Fall zusammen zocken. Ich finde, das ist eine super tolle Idee und viele von euch wollten ja schon mal spielen mit mir. Und ja, deswegen finde ich das eine ganz gute Idee. Ihr könnt es ja mal probieren. Vielleicht seid ihr ja unter den Glücklichen und ich adde euch dann. Und ja, Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon hier so dieses Video. Wie gesagt, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen möchtet, lasst auf jeden Fall diesem Video ein Like da, schreibt Hashtag aktiv unten in die Kommentare und natürlich solltet ihr auch Abonnent sein. Vergiss nicht, Keks und CD abzuchecken, die machen auch richtig mega Videos. Und dann, Leute, würde ich eigentlich sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips. Ciao.